Hey, willkommen zurück zum VR-Modus von Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir das Schlemmerland zu 100% abgeschlossen, wenn man das so sagen möchte. Wir haben alle Musiker gefunden, beziehungsweise wir haben allen Musikern ihre Instrumente gegeben, haben die 100 Münzen gesammelt und jetzt kommen wir hier zum VR-Konzert und zwar im Konzertsaal von New Donk City. In diesem Sinne, Rudingos. Denkt immer dran, einen Daumen nach oben dazulassen, solltet ihr dieses Video unterhaltsam oder informativ oder sonst wie finden, sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Super Mario Odyssey sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde sagen, wir steppen in den Konzertsaal rein und schauen uns an, wie das Konzert so verläuft. Ihr seht auch, es ist hier relativ chillig gemacht, es gibt keine Verpflichtungen, alles läuft gechillter, wir müssen keine Musiker finden und ihnen dann die Instrumente geben, wir müssen keine 100 Münzen sammeln, alles hier ist sehr, sehr gechillt. Es gibt trotzdem diverse Collectibles, die man hier sehen kann, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ihr hört auch schon, dass hier natürlich die Melodie erklingt von dem Superstar-Lied. Alles hier ist wirklich sehr, sehr schön gehalten. Pauline singt und tanzt. Hier sehen wir auch natürlich die verschiedensten Musikanten aus dem Forstland, aus dem Wüstenland. Natürlich auch hier diverse Anzugträger. Da auch das erste 8-Bit-Männchen in Form von Katzen-Mario. Und kommen so langsam, also nachdem der Raum, ich meine, wir sehen es ja hier natürlich, der Raum ist rappelvoll und man kann halt kaum geradeaus gehen, ohne dass man jemanden anstößt und wegstößt. Natürlich in Form von Mario. Wenn Mario jemanden anstößt, wird dieser jemand zerschellt und landet im Jenseits. Lange Rede, kurzer Sinn. Hinter meinem Schädel sind ein paar Musiknoten und natürlich auch hier Ehrenbruder Todd. Und da oben natürlich auch Ehrenschwestine Peach im 8-Bit-Style. Und die kann man natürlich auch einsammeln. Also so wie ich das gesehen habe, gibt es hier in diesem Level zwei 8-Bit-Figuren. Einmal Katzen-Mario in 8-Bit, links von, beziehungsweise links von Pauline aus gesehen an der Wand. Und natürlich Katzen-Peach hier auf der rechten Seite des Konzertsaals. Hier natürlich auch Ehrenbruder Todd, der sich denkt, Blabla, ich höre dich nicht, du Spacken, ich hab Kopfhörer auf. Ja, moin. Der auch gar nicht in dieses Bild reinpasst von diesen ganzen Anzugträgern und er sticht schon aus der Masse raus, obwohl er der Kleinste ist, ne? Im Publikum. Pauline, wie ihr sehen könnt, kann man natürlich auch anstoßen mit Cappy und hört dann auf zu singen, wie wir das auch schon kennen. Und natürlich auch hier, Mario fängt an zu tanzen, fängt an zu creepwalken, wenn man länger nicht mit ihm spielt oder wenn man ihn nicht steuert für eine längere Zeit. Das ist ziemlich cool. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja Kai, wann ist denn das Ende des Konzertes gekommen? Und das ist eine sehr gute Frage und ich werde es euch beantworten. Man muss einfach das Konzert, beziehungsweise diesen Song, von Anfang zu Ende spielen lassen. Das sind ungefähr 3-4 Minuten und sind diese 3-4 Minuten vorbei, wirst du automatisch aus dem Level geholt und hast es quasi geschafft. Also ihr habt hier, wie gesagt, keine Verpflichtungen. Das ist einfach so ganz gechillt in VR oder halt hier im Nicht-VR-Modus, im Handheld-Modus. Bisschen rumspringen, Faxen machen, irgendwelche NPCs anschlagen und dann ist es auch schon geschafft. Hier im Background natürlich auch New Donk City Festival mit all den Musikern, die wir auch schon gesammelt haben im Let's Play zu Super Mario Odyssey. Und mehr habe ich hier auch nicht gemacht. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen, habe mich hier umgeschaut, habe verschiedenste Sängerinnen gesehen, auch natürlich hier die Sängerin aus dem Seeland. Hier auch die klatschenden Hutgestalten aus dem Hutland. Also ihr seht, alle hier sind am Start und wohnen diesem Konzert bei. Ist ziemlich cool gemacht. Hab auch hier nochmal so ein bisschen nach oben geguckt und geschaut, hey, gibt es da vielleicht nochmal ein Collectible? Aber nein, gibt es hier nicht. Hier auch so ein bisschen mit der Perspektive gespielt, denn die Switch quasi einmal so ein bisschen gedreht. Ich mag diese Spielerei mit dem Gyrosensor. Ist schon ziemlich cool gemacht. Und ich glaube, jetzt gleich müsste auch mal das Ende gekommen sein, richtig?
Wie gesagt, Yo Superstar oder wie dieser Song heißt, wird von Anfang bis Ende durchgespielt. Also, Real Talk, ich weiß den Namen des Songs halt echt nicht mehr, ne? Like a Superstar, You're a Superstar, irgendwas mit Superstar. Und nachdem der Song zu Ende gespielt ist, ihr seht es, ist das abgeschlossen, das Level. Es steht Glückwunsch dort und was man da spendiert bekommt, ist relativ komisch. Glückwunsch, wie gesagt. Dann verlässt man das Level automatisch nach 3-4 Minuten und dann passt mal auf, was hier dann steht. Konzertsaal, ja, und es hat einfach einen Stern als Vermerk. Also wenn ihr das Level abschließt, indem ihr einfach 3 Minuten da drin sitzt, bekommt ihr hier einen Stern, um das Level abzuschließen. Und das ist auch schon der VR-Modus. Viel mehr gibt es hier nicht. Damit ist das Let's Play, so schnell wie es angefangen hat, auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über dieses VR-Modus, über diesen VR-Modus geben. Natürlich hier die Videos, die es hier unten gibt, Einleitung und Ende. Wenn man sich die anguckt, bekommt man keinen Stern als Vermerk. Das sind einfach so kleine Boni, die es gibt. Die Must-Haves in diesem VR-Modus sind halt Hutland, Küstenland, Schnellwaldland und noch als krönender Abschluss der Konzertsaal. Mehr gibt es hier nicht. Ja, ich habe auch eben nochmal hier so ein bisschen durchgeguckt und habe geschaut, hey, bekomme ich halt wirklich einen Stern, wenn ich mir eine Videosequenz anschaue, in dem Sinne vom Anfang des Spiels, die Intro-Sequenz. Aber ihr seht, nein, gibt es nicht. Na, also, das sind doch schon diese Must-Haves, die man hier hat. 3 Level zum Erkunden und ein Level zum Ausklingen des VR-Moduses. Wie gesagt, so schnell wie dieser VR-Modus kam, so schnell ist er auch von dann gezogen, der alte Ehrenbruder. Und ich fand's cool, um mir mal so eine kleine Wertung einzubringen. So ein kleines Fazit. Es ist natürlich eine kleine Spielerei. Es ist jetzt nichts Großes oder so, ja. Ihr seid von einer, von einem Sichtpunkt aus, den ihr quasi um 360 Grad steuern könnt, könnt aber die Kamera, die quasi fixiert ist, nicht, ihr könnt sie nicht steuern, aber ihr könnt sie bewegen, ja. Ihr könnt nicht dafür sorgen, dass die Kameraperspektive weiter nach vorne oder nach hinten oder so geht. Die ist zentriert, die ist fixiert, aber ihr könnt euch, wie gesagt, um 360 Grad bewegen und könnt das Level erkunden. Und das ist auch schon ziemlich cool, aber mehr auch nicht. Es ist cool und ein kleiner lustiger Zusatz für Super Mario Odyssey, aber kein vollwertiges Extra. Und so sollte man das hier auch sehen, ja, als kleiner netter Zusatz, aber nicht als mehr. Und ich fand diese Level schon ziemlich cool. Klar, es gab nicht so viel, was man machen kann. Man konnte Instrumente finden, Münzen sammeln. Leider wurde einem nicht angezeigt, meines Wissens nach, wie viele Münzen man hat. Das war dann so ein bisschen Einschätzungsgeschichte, aber ansonsten ist es schon ganz cool gewesen, ja. Ob ich das jemals wieder anfassen würde, weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich es mir mal im VR-Modus an und denke mir, Bruder, das sieht extrem geil aus. Oder denke mir, okay, hätte man sich auch sparen können. Das ist aber, wie gesagt, so der VR-Modus. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Modus findet, wenn ihr ihn denn gespielt habt. Wenn ihr ihn nur gesehen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, allein vom Zuschauen. Und die Leute, die es halt auch gespielt haben, die auch Super Mario Odyssey besitzen, die VR-Brille besitzen, teilt mir gerne mal eure Erfahrungen mit. Wie habt ihr diese Level in VR gesehen, in richtigem VR und nicht in diesem Handheld-Modus-Gedöns, was ich euch gezeigt habe? Gerne in die Kommentare damit. Ich danke euch fürs Zuschauen dieses Let's Plays. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne The Legend of Zelda Breath of the Wild schauen. Da wird es aber auch so sein, in The Legend of Zelda Breath of the Wild, es wird dann doch kein vollwertiges Let's Play aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern ich werde euch die spannendsten Momente des Spiels in VR zeigen. Weil das komplette Spiel nochmal durchspielen mit doppeltem Bildschirm war vielleicht ein bisschen zu vorschnell gesagt von mir, dass das auf jeden Fall gezockt werden muss. Aber gut, da habt ihr so eine kleine Information am Rande. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, das gesamte Let's Play hier, falls es hilfreich war, informativ war oder einfach nur, ja, sehenswert war, lasst gerne einen Daumen nach oben da, um mich zu supporten, um dieses Video zu supporten, damit es auch so viele wie möglich sehen. Kurzer Real Talk am Rande übrigens. Ich habe auch mich so ein bisschen umgeschaut im deutschen Bereich auf YouTube. Und es gab halt original keinen nennenswerteren YouTuber, der euch diese Level gezeigt hat. Da war ich so der Einzige. Bis zu diesem Zeitpunkt hier. Also ich habe jetzt Stand Samstag.
ins Spiel geschaut und also auf YouTube geschaut und habe keinen deutschen nennenswerten YouTuber gefunden, der euch diese Level hier gezeigt hat. Von daher, lasst wie gesagt einen Support da, damit diese Videos auch viel mehr Leuten vorgeschlagen werden, damit auch viel mehr Leute diesen VR-Modus hier sehen. Ich danke euch wie gesagt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Let's Play. Bald geht's auch weiter mit dem Super Mario Odyssey Race gegen Kevin. Schaut auch da gerne rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und Feierabend. Yeah.